Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute wieder eine Karte zeigen und diesmal wieder eine Faltkarte. Es ist so eine Rahmenkarte, total cool. Super einfach zu basteln. Das Ganze lässt sich eigentlich aus einem A4-Stück schon basteln. Wir müssen nur ein kleines Stück abschneiden, das zeige ich euch aber ganz genau gleich. Genau, das Ganze sieht zusammengefaltet so aus. Also man kann das super auch irgendwie verschicken, ist jetzt nicht überdimensional groß. Und der Beschenkte kann das Ganze dann einfach aufklappen. Und hat dann diese Rahmenkarte vor sich stehen, die man ganz toll hinstellen kann. Wir können sie super dekorieren mit Designpapier, Stempeln, Sprüchen oder eben auch kleinen Fotos, dass man hier zum Beispiel Fotos reinmacht. Da sind wieder ganz viele Ideen möglich, was ich ja immer ganz cool finde. Dekorieren kann man das super mit Restpapier, weil wir immer nur 3 cm Streifen brauchen. Wir brauchen keine überdimensionalen großen Designpapier- oder Motivpapierstücke. Was ich richtig cool finde. Das Ganze zeige ich euch natürlich jetzt auch im Schritt für Schritt. Und als erstes brauchen wir unser Schneide- und Falzbrett. Das war ja fast zu erwarten. Dann habe ich mir ein Stück Farbkarton rausgesucht. Einmal so ein richtig schön Frühlingsgrün. So richtig Frühling einfach. Ich hoffe, dass es meiner Stimme geht so. Ich bin Gott sei Dank jetzt bald durch. Ich habe euch bei Instagram ja informiert, dass ich ja total flach lag, leider. Deswegen kam am Dienstag auch kein Video. Aber jetzt geht es soweit. Bis hier noch die Stimme wieder in Schwung kriegen und dann sollte das bald alles wieder normal laufen. Genau, wir nehmen also die A4 Höhe, also 21 cm und 28 cm Länge. Das heißt, ihr könnt wirklich ein A4 Blatt nehmen, müsst also nichts Großes jetzt raussuchen. Das Ganze legen wir an der langen Seite an und fangen an zu falzen bei 7 cm. Als nächstes bei 14 cm und zu guter Letzt bei 21 cm. So, das war's mit dem Falzbrett. Das kann jetzt weg. Ich knick das alles einmal schnell mal nach. Und dann brauchen wir jetzt was zum Messen. Wenn ihr habt, das wäre jetzt natürlich Gold wert, nehmt ihr euch so ein Patchwork-Lineal. Das nutze ich ja auch schon Jahre. Es ist eigentlich fürs Nähen gedacht, aber fürs Basteln ein mega cooles Extra-Tool, was wirklich ganz, ganz genial manchmal zwischendurch ist. Und zwar müssen wir jetzt das Ganze mit Markierung versehen. Dafür legt ihr das am besten hochkant an. Wir arbeiten an den beiden langen Seiten und machen uns da jetzt eine Linie bei 3,5 cm. Am besten natürlich mit Bleistift, dass ihr das Ganze nachher auch wieder wegradieren könnt. Einmal hier und das Ganze auch noch mal auf der anderen Seite. Das heißt auch hier bei 3,5 cm einfach eine Linie ziehen mit dem Bleistift und dann nehmt ihr euch ein Dotting-Tool. Ihr könnt auch mit dem Bleistift erst machen. Aber wenn man natürlich ein Dotting-Tool zur Hand hat, geht das besser und wir sparen uns einen Schritt. Wir legen das Lineal jetzt auch nochmal an der kurzen Seite bei 3,5 an und ziehen jetzt einfach von der oberen Bleistiftlinie hier bis zur unteren eine Falz. Einmal nur hier in diesem mittleren Stück und das Ganze auch wieder auf der anderen Seite wiederholen. Das heißt auch hier wieder 3,5 cm. Von der oberen Bleistiftlinie zur unteren. So, und dann sollte das Ganze bei euch so aussehen. Ihr seht schon, ich habe mir eine Unterlage geholt. Wir müssen nämlich einmal was schneiden und am besten nehmt ihr dafür einen Cutter und ein Metalllineal, weil man da ja nun mal nicht so gut reinschneiden kann wie bei einem Plastiklineal. Und wir schneiden jetzt mit unserem Cutter von der Stoßkante hier oben, wo sich die Falzlinie und die Bleistiftlinie trifft, bis hier runter, wo das gleiche nochmal passiert. Das ist dafür da, dass wir nachher diese Rahmenoptik haben. Das heißt, von hier bis hier zur Stoßkante einmal einschneiden und das Ganze wiederholen wir auf der anderen Seite nochmal. Auch hier wieder, da wo sich die nachträglich gezogene Falzlinie an der Bleistiftlinie trifft, anlegen und bis runter zum Gegenpunkt schneiden. So, jetzt sind wir auch schon fast durch. Ihr könnt einmal eure Bleistiftmarkierung hier schnell mal wegradieren.
Das ist schöner, bevor man gleich anfängt mit dem Dekorieren. Dann kann man es zumindest nicht vergessen. Und jetzt knicken wir einmal alle Falzlinien nochmal nach. Noch nicht in die richtige Richtung, das machen wir gleich zusammen, aber einfach einmal falzen. Ich habe hier unten noch eine Linie vergessen. Das heißt, wir müssten nämlich auch hier diese nachträglich gezogene Falzlinie einmal knicken. Ganz vorsichtig, so dass sich auch wirklich nur die Falzkante hier knickt. Und wenn das soweit funktioniert, dann einmal mit dem Falzbein drüber weg, dass die richtig schön scharf wird, die Kante. So, und das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Da haben wir ja auch eine nachträglich gezogen. Und dann einfach das Papier so zusammenfallen lassen, wie es gerade am besten passt. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Noch sehr unscheinbar und wir müssen erstmal das Ganze richtig falten. Wir fangen an mit dem mittleren Teil. Diese Lasche hier zeigt nach innen, genauso wie hier. Und die mittlere Falz kommt nach außen. So. Dann habt ihr das nämlich schon mal hier richtig liegen. Und die oberen beiden Streben machen wir jetzt einmal andersrum. Das heißt, die beiden Falzkanten rechts und links kommen nach außen und die mittlere geht nach hinten. Und das Ganze macht ihr auch nochmal hier unten. Rechts und links gehen nach außen, Mitte geht nach unten und ihr habt eure Grundkarte fertig. Das heißt, jetzt habt ihr im Grunde eure Rahmenkarte schon fertig. Geht wirklich ganz, ganz einfach. Das Ganze muss nur noch dekoriert werden. Ich zeige euch mal, mit was ich das jetzt dekorieren möchte. Und zwar sind das jetzt zum Beispiel diese Streifen. Es wird sehr frühlingshaft jetzt bei mir. Ich werde das Ganze mal aufkleben und dann machen wir nur noch die Mitte zusammen. Ich finde es immer so schön, wenn man so da, wo denn der Stempelabdruck drauf ist oder der Spruch, wenn man das nochmal irgendwie zusammen macht, das ist immer so dieses gewisse Extra an der ganzen Karte. Alle Maße findet ihr natürlich wieder unten im Link. Einfach draufdrücken, da setze ich euch das alles einmal rein. So, die letzten beiden Schritte und dann ist unsere Karte auch schon fertig. Also die geht wirklich sehr, sehr schnell, was ich richtig cool finde. Wenn man so, wenn man jetzt doch mal irgendwie was vergessen hat oder eine Einladung vertrödelt hat, dann kann man die hier wirklich sehr schön schnell basteln. Und ja, hat eben eine ganz tolle Karte, die auch noch so diesen Wow-Effekt hat, ohne jetzt super viel Aufwand da zu machen. Wir haben ja alle eigentlich immer Stempelabdrücke zu Hause rumliegen, oder? Also ich habe jede Menge Stempelabdrücke hier rumliegen, die immer wieder auf ihren Einsatz warten. Und die kann man hier jetzt auch super mit einsetzen. Meine soll für Ostern sein. Tada! Genau, die habe ich mir gedacht, die wird für Ostern sein. Mal gucken, vielleicht kriegt meine Schwiegermutter die. So mal ganz gegensätzlich zu ihrer Einrichtung. Sie ist, dachte ich mir, kann man das ja mal machen. Ich finde sie aber mega cool und sie ist wirklich total schick. Und wenn man dazu jetzt zum Beispiel eins der Osterkörbchen fertig macht, irgendwie passend am besten noch, dann hat man echt ein ganz tolles Mitbringsel zum Osterfrühstück. Ich muss noch einmal hier ein bisschen nachdrücken. So, dann sieht das Ganze so aus. Richtig cool, oder? Alleine die Farben finde ich schon mega. Das ist so eine Karte, die würde ich mir am liebsten irgendwo hier hinstellen und einfach nur angucken, weil sie so schön frühlingshaft ist. Und die hier haben manche schon gesehen bei Instagram. Das passt jetzt ja perfekt. Ne? Also meine ATC-Karte, eine dazu und dann nochmal eine normale Karte in Postkartengröße. Wie ich finde, ein ganz tolles Set. Ich liebe ja zurzeit ATC-Karten machen, habe ich euch ja immer mal wieder welche bei Instagram gezeigt. Oder eben auch auf meinem Blog, da findet ihr die auch alle. Da sind die extra in so Kategorien eingeteilt, vielleicht ein bisschen Inspiration für euch. Genau, genauso wie diese Karte Inspiration für euch sein soll, hoffe ich, dass sie euch genauso gut gefällt und ihr jetzt ganz viel Spaß und Freude haben werdet, sie nachzubasteln. Ob jetzt zum Beispiel in Frühlingsfarben oder wie diese hier in Lila, Pink, Blau, finde ich auch mega, mega schön. Ja, das war's, ihr Lieben. Ich kann euch gar nicht mehr erzählen zu dieser wunderschönen Karte, als euch ganz viel Spaß zu wünschen beim Basteln. Denkt dran, bleibt immer schön gesund und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben.